So. Ist der Tunnel fertig? Nee. Aber in, du kannst mich fragen, wenn ich nochmal in 34.000 Arbeitstagen. Komm, Scheinchen. 34.000. Denk, rechne es dir durch, ja, und dann fragst du nochmal. Dann sind wir definitiv fertig. Wie lange das auch immer dauert. Ja, der wird schon fertig. Ich sag dir eins, am Ende, ist das, am Ende des Tages wird es niemand nutzen. Niemand will das. Es ist einfach nur ein monumentaler Bau. Da fahren drei Autos durch oder so. Ich weiß doch, wie das hier läuft. Ja, in diesem Zwergenparadies. So, hier kommt ein Fahrzeug und baut dann noch das letzte Restchen hier fertig. Wir müssen das unbedingt fertig bekommen. Wir haben gerade die komplette Müllverbrennung hinten gekappt, ne? Unsere Bevölkerung macht mir mehr Sorgen gerade. Also die Zufriedenheit ist eine Katastrophe, eine dicke Katastrophe. Und dass hier oben alles baden geht, ist natürlich auch eine dicke Katastrophe. Wir haben gerade... Warte mal. Geht doch alles. Ich weiß gar nicht, wo deren Problem ist. Fahr doch mal zu, Leute. Ja? Raus mit euch. Nicht so rumstehen hier. Los, los, los. War schon immer eine Umgehungsstraße. Habt ihr bloß nicht in eurer Karte gefunden. So, jetzt geht's gleich. Jetzt, ja. Gleich ist wieder alles fein. Schneller, los. Dein Problem? Ja, hier unten, das ist natürlich klar, ne? Diese Baustelle ist ganz fies. Aber ich muss halt irgendwann muss ich es auf Asphalt umbauen. Und das müssen wir, vor allem das Ding ist halt, das wird halt jetzt immer weiter nach oben wandern, ne? Also ich werde hier immer weiter raufbauen, weil wir hier raufbauen müssen einfach. Die ganzen Upgrades dienen genau dem. So, wie schaut es hier unten aus? Hier sind wir soweit gut. Gut. Ja, ist ganz schön was los, ne? Ich meine, die sind natürlich jetzt alle leer, das ist klar. Die erste Runde ist immer umsonst. Ja. Ein neuer Zwerg. Gonna, danke für 29 Monate! XXGOR in ein AXX liebt den Stream hart. Dankeschön! Super. Moin. Moin, hi. So, die sind richtig stinkig, weil kein Kindergarten. Zählt doch keine Geschichten. Maybe schon. Gesundheitsrisiko. Ja. Die haben nach oben keinen Ausgang, ne? Genau, das ist hier zu eng. Okay. Total bescheuert, ne? Ich komme hier nirgendwo richtig rein. Ach, kommen die denn da raus? Nee, komme ich nicht raus, oder? Nee, das kannst du vergessen. Das ist zu eng alles. Ich meine, sind wir ehrlich, die Schule wollte ich eh abreißen.
und wo, vielleicht hier unten noch hinbauen, ne? Also, ich meine, wir haben ja hier zum Beispiel schon einen Mörder-Kindergarten gebaut, der auch komplett überfüllt ist. Aber, ja. Wir müssen die kleinen Racker halt eben mal kurz warten. Aber das mit dem Gesundheitsrisiko gefällt mir gar nicht. Ja, der Stau hat sich hier gelöst, ist gut. Es gibt zu viele Kriminalöse. Naja, gut, dann kommen wir mal. Das ist schon ganz okay. Hier müssen wir mal ein bisschen Platz schaffen, damit die oben Kapazitäten haben. Wir machen einfach mal komplett einmal Tabula Rasa hier unten. Die kommen mit so vielen Fällen nicht zurecht. Das ist einfach too much. Auch selbst wenn die Maximum erreicht hätten, die kommen einfach gar nicht mehr, mit gar nichts mehr vorwärts. So. Jetzt sind sie mal komplett schneiderfrei. Die kommen aber auch zum Glück nicht so schnell hier raus, ne? Das hilft ja auch schon mal. Zaun sind natürlich alle wieder all in, ne? Es ist wild. Müllprobleme auch immer wieder. Geht aber eigentlich noch halbwegs. So. Ja, guck mal, wie instant das wieder voll wird. Ja, wir haben das ufert gerade mit der Polizei ein bisschen aus, ne? Also ich könnte jetzt 20 Polizeidienststellen hinbauen, damit sie zurechtkommen. Am Ende ist das Problem immer das gleiche. Hier oben der Knast ist undicht. Hier haben wir 86 entflohene Häftlinge in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Wärter nicht dass die Wärter auf 0 runtergedroppt sind. Das kann natürlich sein. Wir machen mal den Haken rein, dass ich wissen will, wenn da Wärter fehlen, damit wir es mitbekommen, wenn dem der Fall ist. Dann müssen die halt einfach noch einen Bus mehr kriegen oder was. Wobei ich nicht weiß, ob das die Lösung dann tatsächlich ist. Völlige Eskalation, oder? Ja. Die kommen halbwegs zurecht. Wie schaut es bei denen hier oben aus? Die sind immer noch komplett überlastet, oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht tatsächlich an den Passagieren liegt. Mit dieser, dass die durch die Gegend fahren und Hamsterkäufe machen. Vielleicht liegt es auch echt daran, dass wir unten einfach nur eine Notlösung eingebaut haben. In der Hoffnung, dass halt vielleicht ein bisschen funktioniert. Maybe. Wie lange seid ihr hier noch beschäftigt? 6000 Tage, okay. So, was ist denn das größte Problem? Kriminalität finden sie natürlich mega geil. Ja, sehr logisch. Wie ist denn die Verarbeitung hier oben? Das geht tatsächlich sogar. So, vielleicht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen runter noch. Das ist okay. So. Ja, und jetzt geht's halt, jetzt eskaliert es halt dann komplett wieder, ne? Muss eigentlich hier dabei bleiben und das komplett immer überarbeiten, dass die wenigstens ein paar Kriminalfälle lösen können und nicht alles auf Null geht. Ich fände das geil. In allen anderen Gebäuden ist es so, dass du sagen kannst, mach mal 5 Leute auf einen Vorgang oder so, ja? Was auch geil wäre, mach immer die obersten 3 zuerst, ja? Oder obersten 5 zuerst oder sowas. Und den Rest lässt du erstmal liegen. Dann wird das so viel besser gehen.
Ja, unsere Kriminalität ufert jetzt mittlerweile komplett aus, ne? Das muss ja ganz wild sein, ne? Ja, es steigt immer weiter. Es liegt daran, dass wir den Knast nicht mehr im Griff haben. So. Und dann so ballern wir uns die schwere Kriminalität quasi für immer nach oben, ne? Ja, das war eine Notlösung, das Kriminalität auszuschalten, weil es einfach auch teilweise wirklich wild war, was da alles nicht so funktioniert hat. Ja. Das haben wir eine Zeit lang als Notlösung gemacht gehabt, weil ich den Eindruck hatte, dass es broke war. Also, dass die Funktion buggy war irgendwie. Aber es war tatsächlich, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt, ich habe mir das noch im Nachhinein nochmal angeguckt gehabt und habe festgestellt, es war tatsächlich vielleicht am Anfang irgendwie ausufernd, aber die Probleme waren dieselben, mit dem Unterschied, dass ich immer noch der Meinung bin, dass es damals einen Auslöser gab und den dann einfach nicht mehr einfangen konnte. Danach war alles wieder fein und es hat dann immer weiter durchgedreht. Genau, Code Blue sagt das. Kriminalität ist einfach die Todesspirale. Ich glaube, wir hatten damals das Problem, dass die Kriminalität, im Übrigen Code Blue, einen wunderschönen guten Abend, dass die Kriminalität damals durch die Decke gegangen ist, durch irgendeinen Bug. Das hat nicht richtig funktioniert, weil er hat uns keine Kriminalität angezeigt und plötzlich haben wir tausende Kriminalfälle gehabt und es war ganz wild. Und dann ist das immer weiter eskaliert und selbst als ich dann mehr Polizei hatte, sind die gar nicht mehr nachgekommen, einfach weil es dann schon zu viel war. Ja, es war dann einfach zu viel. So, wir müssen hier mal ein bisschen durchputzen. Wie gesagt, ich würde gern schauen, dass wir halt wenigstens ein paar Sachen fertig bekommen. Was ist denn mit dem neuen Supermarkt? Der ist noch gebaut oder wird noch gebaut gerade. Wir sind hier halt mit Max Piebel drin, ne? Also das ist halt eigentlich für unsere Kaff ist das eigentlich mit drei riesen Polizeistationen schon wirklich viel. Ja, wir sollten vielleicht mal nicht so viel Straßenausbau machen, weil uns gehen die Asphaltleger aus. Wir haben zu viel Straßenausbau gerade parallel in der Arbeit. Das mag das Spiel auch nicht, ne? Nicht so ganz. Ja, ich sag ja, wenn der große Supermarkt steht, dann haben wir da auch erstmal ein bisschen mehr Entlastung. Dann können wir den kleinen abreißen, dann bauen wir vielleicht dann nochmal eine Schule und einen Kindergarten hin und da sind alle glücklich. Das ist vielleicht die Idee. Der Supermarkt ist nee, Peter, der ist nicht zugewiesen, weil der keine Straße noch hat. Hier, dieses Stück Straße fehlt noch. Das ist der Grund, warum der nicht zugewiesen ist. Danach geht's los, also sobald er eine Straße hat, freuen sich alle. Aber bis dahin ist schwierig. So. Ja, 36, das ist gut. So, was haben wir hier? Das sogar halbwegs noch in den Griff, ne? Das kommt einfach nur wahnsinnig viel nach. Wie gesagt, ein Button, wo du einstellen könntest, mach nur die ersten drei mit all deinem Personal, das du hast. Das wäre der absolute Traum. Oder die ersten fünf oder die ersten zehn oder irgendwie so. Und dann macht er das immer von oben. Die ältesten Vorgänge, die reinkamen, sind die ersten, die drankommen. Irgendwie so. Das wäre mega hilfreich. Das würde das System schon ein bisschen entstressen.
sollte irgendwie jetzt halbwegs hinhauen hier oben, ne? Es kommen halt so viele kleine Kriminalfälle nach. So. Gut, dann machen wir jetzt hier die Straße dann gleich neu. Und hier bauen wir noch die Kneiperinie ein. Bauen wir hier noch den Fußweg ein. So. Gut. Let's do it. Und dann haben wir hier vorne endlich, hoffe ich mal, ein bisschen Ruhe. Die meinen, die rasten natürlich jetzt alle aus, weil halt auch einfach die Versorgungslage schlecht ist. Das ist natürlich ein Problem, ne? Also allein Hunger mit 2,9% Minus ist einfach schlecht. Es ist einfach blöd, ne? Kriminalität ist ein Problem, klar. Ich denke, wir würden es sogar vielleicht hinbekommen, wenn nicht ständig nachkommen würde. Schauen wir mal, dass die ein bisschen abfrühstücken können. Ich lasse die jetzt erstmal gerade ein bisschen das abarbeiten, was sie gerade haben. Allgemein, schauen wir mal, Kriminalität ist immer noch bei 2,5. Das ist allerdings natürlich nicht gut, ne? Das nicht zu bearbeiten, weil du natürlich die Kriminalitätsrate dahingehend steigt. Ich meine, das wird natürlich so sein, dass du irgendjemanden in dem Wohnhaus hast, der jetzt kriminell ist und der natürlich nicht der Justiz zugeführt ist. Das Problem, was ich aber eher habe, gerade bei sowas ist, wenn du jetzt gar keine Leute mehr inhaftierst, weil die Polizei so dermaßen überlastet ist, dass sie gar keinen Fall mehr abschließen kann, dann hast du genau den gleichen Effekt auch. Dann hast du sogar noch mehr Leute, die eher in die Verjährung fallen. Und deswegen, ich versuche das jetzt gerade damit zu kitten, indem ich das einfach gerade begrenze. Die anderen werden irgendwann wieder Straftaten begehen und dann landen sie auch wieder da. Aber da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Kapazität gerade. Mit jedem, den wir hier von der Straße nehmen, sind wir halt am einen, haben wir einen mehr weg, der resozialisiert wird. Die Leute sind unzufrieden natürlich. Kriminalität ist noch so ein kleines, so ein Sidekick, der dann dadurch entsteht. Das mag hier vorne auf jeden Fall dadurch kommen, dass unsere Versorgungslage hier vorne halt echt schlecht ist. Die ist dann abgerauscht, als wir angefangen haben, den alten Supermarkt abzureißen. Aber der hat es ja auch nicht mit Personell gepackt. Also das bedingt sich halt alles irgendwie. So, jetzt kommen sie langsam hinterher, ne? Guck mal. Ich meine, das kann jetzt auch gleich wieder komplett ausrasten, aber jetzt im Moment. Schauen wir mal. Wird natürlich mit jedem Fall, der reinkommt, immer langsamer, ne? Irgendwann musst du begrenzen, weil du einfach nicht mehr vorankommst. Außer sie schaffen es jetzt irgendwie, die oberen Fälle ein bisschen abzuwurschteln. Ich meine, es sind nicht ganz krass viele Leute drin, ne? Aber schauen wir mal. Hier oben kommen jetzt, werden jetzt langsam die ersten fertig. Müssen wir mal gucken.
Ja, wie gesagt, mit jedem, der hier der Justiz. Das ist natürlich auch ein anderes Problem, ne? Die müssen damit auch zurechtkommen. Verjährung 76%. Ich meine, das Verfahren ist bald abgeschlossen. Wie viele Leute haben wir im Knast? 16 hier. Und in Bütze Ost? 11 da. Einer ist hier entflohen. Naja, okay. Damit kann ich absolut umgehen. Ne? Also das ist so ein, das ist noch halbwegs unkompliziert. Die drei müssen wir langsam abschließen. Oh, er hat sich freigekauft. Na gut. Ein bisschen Backschisch. Und hat versprochen, dem Tunnel zu helfen. Ja, genau, mit der Pfeile. Wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass ich schon kompletten Blödsinn mache. Ne? Also, dass das mit der Kriminalitätsrate jetzt gerade komplett durch in die Hose geht. Maybe ist das so, ja. Aber ich habe zumindest den Eindruck, es kommt ein bisschen, wir kommen ein bisschen besser mit der Lage insgesamt zurecht. Man muss halt permanent dranbleiben, sonst geht das alles wieder schief. So. So, drei Fälle gleichzeitig. Damit kommen die eigentlich immer gut zurecht. Ja, ausschalten. Ja, ich weiß, aber ich versuche es zu vermeiden. Ich versuche es so zu deichseln, dass wir das vielleicht einfach mit der allgemeinen Zufriedenheit lösen können, indem wir sagen, die Kriminalitätsrate sinkt. Sie sinkt ja auch gerade schon. Bisschen zumindest. Und die Probleme wie Hunger, das ist das, was die Kriminalität, glaube ich, am meisten triggert. Also wenn du Hunger hast in deiner Stadt, dann sind die Leute weniger entspannt auch einfach. Ne? Also, ist nicht so gut. Also langsam, das klappt dann jetzt schon ein bisschen. Manchmal kommt halt irre viel rein und manchmal geht so. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht komplett ausrastet alles. Kommen die da vorne damit zurecht? Ja, das geht schon. Also die Verurteilungen nehmen auf jeden Fall rapide zu. Das klappt schon ganz gut. Ding ist halt, ich glaube im Knast 15 hier und hier unten 17. Ja, hier unten sind mehr drin. Das Ding ist halt, wir müssten eigentlich auch die andere Police hier durchaus durchresetten. Wo sind da? Hier ist noch irgendwo einer hier.
Ich kann ja auch nicht die ganze Zeit von einer Polizei zur anderen hüpfen, und so, um die mal ganz kurz wieder startklar zu bekommen. Das Ding ist, dadurch, dass wir jetzt die Polizei resetten und die Fälle abschließen können, liegt das jetzt bei der Justiz drinnen. Und die fängt jetzt an, reiheweise zu verknacken. Das war vorher nicht der Fall, weil die deutlich weniger bekommen haben. Ja. Also wir werden deutlich mehr Leute jetzt in den Knast schicken. Und das wird natürlich gewaltig ansteigen dann. Ne? Jetzt sind die gerade mal nachgekommen. Vielleicht, wenn die jetzt immer so zwei, drei leichte Kriminalität auch noch bekommen, dann ballert die schießen das halt einfach hier durch. Ne? Und jetzt wird hier wieder einer verknackt. Hier sind zwei Kandidaten, die sind gleich fertig. Hier oben ist jemand fast fertig in der Verurteilung. Ja, hier gucken wir, wie schnell das durchläuft, ne? 80%. 90. Und jetzt kommt ein dritter Fall dazu und jetzt wird schon deutlich langsamer. Wenn jetzt noch einer käme, wäre es noch langsamer. So. Muss mal ein bisschen schauen jetzt. Wie gesagt, es darf halt nicht zu viel werden gerade von den schweren kriminellen Fällen, weil die einfach enorm viel Leistung ziehen. Ja, wahnsinnig viel Kriminelle. Ja, ich vermute, dass das Problem durchaus nicht mal der Mülleimer ist, wobei der Müllprobleme haben wir schon, ne? Warum ist denn die Müllproblematik so enorm? Mindestens Müllcontainer ist voll. Biomüll und Plastikmüll ist voll. Warte mal. Die sagen, es läuft alles einwandfrei. Kommen wir da runter? Ah, hier war es ziemlich voll gewesen gerade. Arbeiten gerade super wenig Leute irgendwie. Ich denke mal, das liegt hier an dem Ach, und die Müllverbrennung ist ja auch noch im Eimer, ey. Warte mal, welcher ist denn das? Der kleine Starfish hier. Der da hier. Den tauschen wir natürlich aus. Gegen einen kleinen, aber feinen Bus. Den senden wir jetzt aber wieder auf den Schrottplatz, ne? Warum macht er das nicht? Hä? Ich dachte, ich kann das tauschen. Und gegen den anderen Bus? Jetzt kein Volga-Bus oder so, ne? Ich meine jetzt eher was Kleines, Schnuckeliges. Meinetwegen auch so einen kleinen Bus. Geht nicht. Ich krieg den nicht weg. Der Schrottplatz könnte natürlich überfüllt sein, aber ich glaube, dass... Ja, doch, der, technisch gesehen ist er schon überfüllt, ne? Ja, wir müssen ihn trotzdem, wir müssen die Fahrzeuge trotzdem rausbekommen. Wir haben so viele kaputte. Ja, und wie gesagt, solche Buslinien, die halt nicht ganz gewartet sind. Ich meine, ERS hat 74%, das ist kein Problem, ne? Der wird nochmal repariert und der wird auch gut repariert. Aber dann geht halt hier nichts vorwärts, ne?
Ja, wobei jetzt ist der Stau hier relativ flott eigentlich abgebaut. Der kommt jetzt nur nicht weg, weil die jetzt alle da fertig sind, aber... Der geht noch, der ist noch gut, ja. Der ist, ach, sensationell auch. So, und jetzt haben wir das Problem wieder, nicht genug Gefängniswärter. Ja, die Temperatur im Gebäude ist niedrig. Huch, warum? Hä? Warum sind denn die Temperaturen so schlecht? Tja, aber sehr wenig Leute irgendwie nur, aber... Hä? Jetzt... Moment, stopp! Lass uns Heißwassertank-Check machen. Jetzt schickt er Wärme hoch, ne? Ja, hä? Why? Was war denn das jetzt gerade für eine Anzeige? Es war saukalt und plötzlich zack, wieder alles da. Aber jetzt schon wieder, guck mal. Temperatur sinkt. Nee, hier vorne ist auch gut eigentlich. Jetzt ist auch wieder alles bestens, ne? Boah, wenn meine Heizung jetzt als nächstes abgesäuft, dann habe ich echt langsam ganz, ganz harte Probleme, ne? Jetzt schon wieder, guck mal. Strom und Wasser. Wasser ist kein Problem, oder? Tank? Tanks sind voll. Nee, die Wassertanks in der Stadt sind voll. Ich denke eher, die allgemeine Produktivität ist das Problem. Die Leute sind so wenig zufrieden, dass sie nichts zustande bekommen, wenn sie denn mal arbeiten. Strom? Ja, maybe, aber so viel Flackern haben wir jetzt momentan gerade nicht mal wirklich. Wirklich keine wunderhübschen guten Abend, hi. Ich check halt eins nicht, warum sie das nicht fertig bekommen, ne? Diese 19 Arbeitstage, die sind ja eigentlich kein Stress, oder? Warum kriegen die das nicht hin? Da schon langsam hinterher, ne? Prozent, jetzt wird's richtig wild gleich. Okay, weißt du was? Ups, ich block das jetzt gerade mal. Aber ich habe keinen Plan, ob das tatsächlich
noch haltbar ist, ne? So. Schauen wir mal. Das Place ist ein wunderhübschen guten Abend, hey. Kommen jetzt eigentlich trotzdem noch neue Fälle nach? Oder wie ist das? Normalerweise dürfte das doch eigentlich, Jetzt machen wir mal folgendes. Machen wir ihn mal aus. Die Gefangenen lasse ich jetzt mal frei. Das ist mir egal. Wir haben ja noch den zweiten Knast zum... hier tatsächlich. Ja gut, werden die auch... Warte mal, könnte ich die noch verlegen? Ja, dann freuen die sich, ne? So. Gut. Ist der Knast auch fast voll. So. Ja, unser vor allen Dingen, was ich jetzt halt blöd finde, ne? Ich habe die... Meine These ist tatsächlich die. Das ist... Die Kriminalität ist ausgerastet, weil die Leute hier so völlig durch den Wind sind, ne? Warte mal ganz kurz. So. Jetzt ist das so. Jetzt haben wir auch noch ein Heizungsproblem. Aus irgendeinem Grund. Ich check's einfach gerade nicht, ne? Was fehlt denn? Universitätsleute, ne? Warte mal kurz. Nein, das wollte ich gar nicht. So. Ich hoffe, dass die jetzt hier rüberlatschen und hier drinnen hardcore arbeiten werden. Weil die, die hier arbeiten, natürlich doch durchaus mehr Produktivität in die Kessel bringen. Vor allem, wenn die deutlich mehr hier arbeiten, dann müsste es eigentlich besser werden. Ja, hier hinten füllt sich dann auch schon mal ein bisschen was. Jetzt wird es wärmer, oder? Ja, besser, 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 okay. Wir müssen mehr Leute hier hochbringen, wir brauchen das da tatsächlich noch. Wir hatten noch hier so viele Arbeitslose, ne? Schippern wir doch mal ein paar Leute hier rüber. Ist doch gar kein Problem, oder? Das entlastet auch die andere Einkaufsmöglichkeit tatsächlich sehr. Und da oben gibt es auf jeden Fall Kindergärten. Das kann ich versprechen. Die bis davor latschen? Ja, tatsächlich. So, und jetzt kriegen die hier auch etwas mehr Luft rein, ja. So, wie schaut es mit dem Heizungsding hier oben aus? Die arbeiten eigentlich schon ganz gut. Oh. Ja, dass der Strom da so ein bisschen zickt, das ist natürlich ein Dauerbrenner, ne? Klar. Wie schaut es jetzt hier aus? Wir können das auf der Prio-Skala mal hochdrehen, damit wir hier ein bisschen mehr Strom machen. So, was mit euch? So. Gut. Bye, Dankeschön für 31 Monate, ey. Büdet_21 liebt dein Stream hart. Dankeschön. Subhype. Subhype, Dankeschön. Gut. So, wir haben 23% noch. Das sinkt gerade komplett. So.
sinkt gerade komplett ab, ne? Wir machen das mal so, damit das noch trotzdem weiterläuft. Bisschen. So. Wie gesagt, wir lassen das jetzt mal ein paar Minuten. Also bis, ich denke mal, im nächsten Stream müssen wir es noch auslassen. Auch wenn ich da eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Aber anders wirst du der Lage auch nicht mehr Herr, ne? Also das ist halt so. Weiß ich nicht. Wir lassen das jetzt mal laufen, damit sich das im Hintergrund resetten kann. Ich denke mal, das wird ein bisschen dauern, bis das mit der Kriminalität wieder raus ist, das bei 4,7% gerade liegt. Und dann starten wir einfach nochmal durch. Dass hier so eine Riesenschlange jetzt vom Laden ist, kommt natürlich durch den massiven Zuzug. So, wenn da hier mal was los ist, dann geht's. Passagiere schalte ich jetzt mal ab. Das ist. Passagiere sind einfach so eine Buggy-Geschichte, ne? Das ist, funktioniert hinten und vorne immer nicht. Oder es blockiert eigentlich nur alles. Und Schüler und Studenten. Oh. So. Temperatur ist eigentlich ganz okay. Ist nicht geil, aber ganz okay. Das ist soweit gut. Müll ist halt echt ein Problem, ne? Plastikmüll ist überladen. Warte mal, kommen die zum Plastikmüll gerade nicht hin? Das kann Fall sein, ne? Ja. Oder? Ne, die müssten da hinkommen. Wir können trotzdem das mal hochdrehen, damit das schneller fertig wird. Aber normalerweise müssten die hier abladen können. Dass wir so viel Plastikmüll haben, wundert mich eigentlich. Der ganze Plastikmüll plötzlich her. Von zu wenig Müll wegen. Ja, nee. Das ist schon klar. Das ist schon klar. Mir geht es jetzt darum, wo der. Wir hatten vorher kaum Plastikmüll, fast gar keinen. Und wo der jetzt plötzlich in den Mengen herkommt, dass sie nicht mehr abholen, finde ich schon ein bisschen wild. Kriegen das schon ein bisschen hin. Das ist natürlich trotzdem schwierig. Kindergarten, kein Essen bekommen. Essen, ey, wieso jetzt Essen noch? Weißt du, wieso halt? Ich meine, die Produktivität ist halt komplett im Eimer, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das das Grundproblem ist. Schauen wir mal, Produktivität. Ja, das ist schon mit 37% arbeiten die halt kaum noch, ne? Und dann klappt das halt auch nicht mit den ganzen Leuten, die hier sind. Aber das steigert sich jetzt, ne? Also das dadurch, dass die Kriminalitätsrate jetzt so ein bisschen in den Griff bekommen, ist das okay. Es muss halt nach oben gehen. Also, ne? Bisschen. Dann arbeiten die auch effektiver und dann geht das so spiel. Das ist eine positive Aufwärtsspirale tatsächlich.
Und die wollen wir. Die wollen wir. Aber jetzt muss man halt erstmal schauen. Geld wird nämlich natürlich auch gerade nicht besser. So. Ja, und jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass wir so wenig Leute haben, weil wir halt 2000 Leute verloren haben gerade. Boah, das ist, Workers ist halt auch so ein ganz anstrengendes Spiel, ne? So. Könnt ihr jetzt einfach mal diese verquansten 2 Arbeitstage bauen? Was ist denn mit euch? Wir warten jetzt bestimmt schon eine Stunde drauf, dass sie diese 2 Meter oder diese, ne, dieses bisschen bis zum Haus bauen. Warum dauert denn das so ewig? Es fehlt ja nichts. Es fehlt ja wirklich nur Arbeitskraft. Versteh's nicht. Kaufen? Nee, ich kann es nicht kaufen. Ich bin im Realismusmodus. Ich kann da nichts fertig bauen. Nach wie vor nicht. Immer noch nicht. Ja, das haut jetzt in alle Richtungen gerade rein, ne? Also die Arbeitskräfte, die hier eh schon zu wenige sind, ja, werden jetzt natürlich noch mal viel beanspruchter. Schauen wir mal, was. Ich denke eher, unser Problem wird sein, dass wir halt viel Baustellen haben, die wir nicht fertig bekommen. Also sie bauen schon Sachen, ja. Aber puh. Auch unsere Baubüros sind gerade nicht wirklich effektiv. Also gar nicht so wirklich. Ja, sie kümmern sich jetzt gerade darum, wo ich ihnen auch gesagt habe, dass sie es machen sollen. Also machen sie schon. Ein bisschen zumindest. Wir können das trotzdem nochmal zurückstellen. Das ist nicht ganz krass hohe Priorität. Die Bevölkerung schwindet zumindest nicht mehr, oder? Nee, ne? Es bleibt gerade so ein bisschen konstant. Kann das sein? Schauen wir mal. Stalker, einen wunderschönen guten Abend, hi. Gut, Leute, aber für heute ist für mich Feierabend tatsächlich. Ich denke, wir werden an der Stelle mal schauen, wie es morgen weiter ist. Ich weiß jetzt nicht, ob wir morgen Factorio spielen oder auch Workers. Es kann auch was anderes werden. Ich glaube, ich brauche auch mal ein bisschen was anderes. Das ist auch möglich. Ja, mal gucken. Aber für heute ist erstmal Feierabend.